Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Das Leben ist schön. Den Satz habe ich letzte Woche auf einem Zuckerpäckchen entdeckt. Ich habe sofort ein Foto gemacht und habe das eingestellt bei WhatsApp und Facebook in meinen Status. Das Leben ist schön. So ging es mir am Donnerstagvormittag. Am Donnerstagabend sah die Sache schon ganz anders aus. Da bekam ich einen Anruf vom Wohnheim. Unserer Tochter Birte ging es nicht gut. Sie würde über starke Zahnschmerzen klagen und sie sei im wahrsten Sinne des Wortes untröstlich. Ich habe natürlich alles stehen und liegen lassen und bin hingefahren, wollte sie nach Hause holen. Auf dem Weg zu ihr merkte ich, dass ich immer mehr Angst bekam. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen. Das habe ich gesungen. Natürlich weiß ich, dass beim Singen Glückshormone ausgeschüttet werden. Aber deswegen habe ich nicht angefangen, dieses Lied zu singen, sondern ich wollte mir damit vor Augen halten, dass Gott es gut mit mir meint. Punkt. Auch wenn gerade Sachen passieren, die ich nicht verstehe, die mir Angst machen oder die mich aus der Bahn zu werfen drohen. Als ich bei Birte ankam, ging es mir schon viel besser. Auf dem Nachhauseweg haben wir zusammen gebetet. Mit meiner lieben Freundin per Telefon, per Freisprecheinrichtung. Und wir haben gemerkt, das Gespräch mit Gott tat uns allen gut. Birte wurde ganz ruhig. Und sie hat auch die Nacht über super geschlafen und ist am nächsten Morgen fröhlich wieder aufgewacht. Wir sind dann zur Zahnärztin gefahren und die hat ziemlich schnell herausgefunden, woran diese plötzlichen Schmerzen lagen und konnten ihr helfen. Also doch, das Leben ist schön. Aber ich musste nach diesem Erlebnis daran denken, was dieser Satz, den ich bei Facebook und WhatsApp gepostet hatte, mit den Menschen macht, die vielleicht gerade in einer Lebenskrise sind. Das Leben ist schön, wenn dieser Satz für dich vielleicht gerade eine Herausforderung oder vielleicht eine Zumutung ist, dann wünsche ich dir, dass du einen Moment mal nachdenken kannst und überlegen kannst, was du in deinem Leben alles schon Gutes oder vielleicht sogar Wundervolles erlebt hast. Mir hilft diese Übung, mitten in Krisen nicht zu versumpfen in dem, was gerade nicht läuft, sondern eine Perspektive für das zu bekommen, was ich doch schon alles geschenkt bekommen habe, wofür ich Gott sei Dank sagen kann. Manchmal helfen mir auch in Krisen Lieder, die ich im Radio höre. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Türe auf, irgendwo, auch wenn es gerade nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Das Lied von Mark Foster, das hat mich schon ein paar Mal wow, so richtig getroffen und ich gedacht habe, ja, so ist es. Es wird gut, sowieso. Und es gehen neue Türen auf. Warum? Weil Gott da ist, weil er es gut mit uns meint. Deshalb tun sich neue Türen auf und deshalb wird alles gut. Ich wünsche mir, dass du das in den nächsten Tagen erleben kannst. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.